Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Couch-Austausch. Ich bin mal wieder mit da, ich bin's, die Lara, und ich habe natürlich zwei super Moderatoren mit bei mir. Ja, wen haben wir denn da? Hallo, ich bin's, die Lea. Und ich bin der Lukas. Mir fällt gerade auf, alle drei Leute mit L. Stimmt, wir sind Stimmt. heute die Triple L's. Oh Gott. Gut, aufhören mit den blöden ja, Dad-Jokes. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was tatsächlich ein bisschen dadurch kam, dass ich aus dem Fenster geschaut habe und zwar die Sonne gesehen habe. Ich habe richtig, richtig wieder Bock zu reisen. Ist natürlich momentan noch, sage ich mal, ein etwas schwierigeres Thema, aber man kann ja mal träumen, man kann ja mal zurückblicken auf Reisen, die man gemacht hat. Man kann ein bisschen ja, darüber sprechen, was für Reisen man denn überhaupt noch alles machen will. Und deshalb ja, haben wir uns halt ganz grob das zum Thema gemacht. Und ich wollte ganz einfach mal mit der ersten Frage an euch beiden anfangen. Wie steht ihr denn so zum Reisen? Wo wart ihr denn schon so? Gibt es denn da irgendwas, was erwähnenswert gewesen wäre? Lukas, fang doch mal an. Oh Gott, erwähnenswert klingt immer so schlimm, oder klingt so schwierig, wenn ich halt einfach überlege, so, wenn ich halt Leute kenne, die irgendwie in Japan oder durch Afrika gereist sind, da denke ich mir immer so, erwähnenswert war es bei mir jetzt wahrscheinlich eher nicht, aber ich war in meinem Leben viel in Spanien, Portugal in der Ecke und in Italien und auch schon ein paar Mal in Großbritannien beziehungsweise Irland und Skandinavien. Also so ein bisschen halt einmal rund in Europa, außer jetzt Osteuropa wahrscheinlich. Das sind so die Ecken, wo ich rumgereist bin, wenn wir jetzt mal so international gehen. In Deutschland natürlich auch und da wahrscheinlich auch schon so in jede Ecke mal so ein bisschen. War denn Ja, das bei irgendwas, mir auch. gab es denn irgendwie irgendwas, was dabei, zum Beispiel was für dich besonders war? Ich glaube, du hast zum Beispiel einen Teil des Jakobswegs, hast du ja zum Beispiel mal gemacht. Wie war das denn so? Ja, genau. Das war wahrscheinlich so mit so das größte jetzt als, ich nenne es mal so als Projektreisen, wo du man halt viel vorbereiten, viel planen muss und was dann halt auch so eine Idee war, die lange ja, einfach in Arbeit war und ich bin vor, oh Gott, sind es jetzt bald 3 Jahren, bin ich durch also ungefähr halb Portugal und einen Großteil von Galizien, also nördlicher Teil von Spanien, gewandert und habe da ein paar hundert Kilometer gemacht. Und das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung. Also, das kam so ein bisschen aus, ich nenne es mal, sich ändernden Lebensumständen und dem Wunsch, mal irgendwie, ja, Zeit mit sich selbst zu verbringen und halt auch einfach, ja, mal Handy auszuschalten und einfach mal so ein bisschen reduziert, stressbefreit, in Anführungszeichen, ein bisschen die Welt zu sehen. Und ja. Das war auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung und auch so ein bisschen der Grund, warum ich halt auch, wenn nicht gerade irgendwie krasse ja, Viruspandemien die Weltreisemöglichkeiten lahmlegen, versuche ich eigentlich schon jedes Jahr mal so eine größere Tour zu machen. Und vielleicht kommen wir ja dann später auch nochmal dazu, was noch so in Planung steht bei mir in der Hinsicht. Auf jeden Fall. Lea, du hast auch gesagt, du bist viel im Süden Europas und so weiter auch unterwegs gewesen. Wo warst du denn bis jetzt denn schon so? Ja, also ich komme ja aus Süddeutschland, dementsprechend war es für uns immer einfach, nach Italien oder nach Österreich oder nach Frankreich zu fahren. Also wir waren tatsächlich sehr, sehr oft in Frankreich und da auch schon in den verschiedensten Gegenden. Im Norden war ich dafür noch nicht so viel unterwegs. Und ich glaube, das Außergewöhnlichste, also auch außerhalb von Europa, war mein Jahr in Bolivien. Da war ich dann auch noch in Peru und in Argentinien ein bisschen.
Genau, aber eigentlich alle Urlaube, die wir so früher auch mit meiner Familie gemacht haben und auch seit ich wieder aus Bolivien zurück bin, sind eigentlich immer in Deutschland gewesen. Oft auch so, dass man noch mit dem Zug hinfahren konnte oder mit dem Bus oder so, also dass man noch nicht mehr ins Flugzeug steigen musste. Also Südamerika ist natürlich schon auch nochmal eine andere Nummer. Wie war es denn auch, also wie war das denn auch so, also hast du auch ein bisschen die Kultur denn da so erlebt? In Peru und auch in Bolivien und so weiter? Oder warst du da schon eher so abgeschottet, keine Ahnung, mit Familie? Ich weiß ja nicht, wenn man nur nochmal kleiner ist, dann erlebt man das ja auch irgendwie anders. Ich weiß ja nicht, wie alt du auch teilweise warst. Ja, erzähl mal. Ja, genau. Also das war eigentlich kein Urlaub in dem Sinne, den ich gemacht habe, sondern es war so ein Freiwilligendienst. Also ich war dann ein Jahr dort nach dem Abi und habe da dann halt auch gearbeitet. Dementsprechend hatte ich dann schon sehr viel Kontakt auch mit den Bolivianerinnen und Bolivianern und habe auch in einer bolivianischen Gastfamilie und später bei einer bolivianischen Vermieterin mit im Haus gewohnt. Und auch über die Arbeit habe ich da schon sehr viele und tiefe Einblicke bekommen. Also es war schon eher ein Arbeitsjahr und kein Reisejahr, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber das war auch echt total cool. Also ich finde, es lohnt sich eigentlich auch viel mehr, wenn man so weit wegreist, wenn man dann da auch wirklich viel Kontakt sucht, wenn man dort irgendwie mal eine Weile wirklich an derselben Stelle wohnt und so, dass man da richtig eintauchen kann. Weil ich glaube, wenn man dann eine touristische Reise hinmacht, dann kriegt man viele Sachen überhaupt nicht so mit. Und das fand ich aber gerade das Spannende daran, eben so richtig einzutauchen. Ja, ich denke, dass das so ein Problem ist, was wahrscheinlich auch vielen so geht. Ja, über das Freiwilligenjahr und so weiter werden wir später auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr reden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin die letzten Jahre, war ich jetzt schon sehr lange nicht mehr größer weg. Das, was ich in den letzten 5 Jahren gemacht habe, war mal so 2 Tage Phantasialand oder Europapark, was ich jetzt nicht unbedingt als es waren auf jeden Fall schöne Tage, aber ich als Urlaub bezeichnen würde. Ja, was vorher halt dann war, da war ich halt meistens mit meinen Eltern irgendwie unterwegs. Und ich muss sagen, mein Papa, der legt da sehr viel Wert auch drauf, so ein bisschen. Ich weiß, wir waren mal in Kreta. Ich glaube, wahrscheinlich ist das wahrscheinlich auch mit was, dass das Exotischste gewesen, wo ich wahrscheinlich bis jetzt war, als wir auf Kreta waren. Und er wollte dann immer überall, also über die Insel fahren und die Orte entdecken und so. Und ich war, glaube ich, ich war 10, 9 oder 10 und ich hatte gar kein, ich wollte einfach am Pool sein und im Wasser spielen. Und ja, jetzt im Nachhinein denke ich mir echt so, ich wünschte, ich hätte da halt, ich wäre in dem Alter schon halt eine andere Einstellung, was natürlich auch irgendwie ein bisschen illusorisch ist. Aber ich wünsche mir mittlerweile, ich könnte jetzt nochmal dahin fahren, um halt auch mal nicht nur das Touristen-Kreta halt zu entdecken, sondern halt auch was Einheimische halt ist in dem Moment. Und ja, von daher, ich war zwar schon viel hin und her, viel, ja, wie auch, also auch in Frankreich, die ein oder andere spanische Insel habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich war zwar noch nie in Spanien, also an sich so, aber halt spanische Inseln war ich schon die ein oder andere. Ah ja, Frankreich ganz viel. Ja, es war tatsächlich bis jetzt, also es waren immer so Familienurlaube. Und das ist tatsächlich jetzt für mich nicht das, was ich jetzt als Reisen betiteln würde. So. Also da muss ich echt sagen, da beneide ich zum Beispiel diese Erfahrungen, die ihr beiden gemacht habt, da schon sehr. Aber es ist halt auch irgendwo auch meine Schuld, weil ich meine Prioritäten halt einfach woanders gesetzt habe teilweise. Aber ich finde das schon super faszinierend und ja, weil es bei mir nicht sehr viel zu erzählen gibt, würde ich aber sagen, ich komme mal zum nächsten Thema. Ich würde aber gern vielleicht Ja. nochmal an der Stelle einhaken, weil ich glaube, ich finde, man hört hier gerade so was ganz Interessantes raus, nämlich so diese Unterscheidung zwischen Hotelurlaub mit Pool und sowas oder dann halt da nochmal, keine Ahnung, vielleicht dann nochmal so eine Unterscheidung dann mit so Städtetrips, wo man halt wirklich versucht, so sich die Orte anzugucken und dann halt nochmal das mit so Work and Travel. Da würde mich jetzt mal einfach interessieren bei euch beiden, was da so eure, was euch da, was da so die, was ist da euer Favorit so von den dreien? Also lieber entspannt Hotel mit Strand oder lieber in der Stadt oder lieber dann wirklich mal lange und das Land kennenlernen?
Ich fange es einfach mal an. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hängt bei mir ein bisschen auch davon ab, was ich beabsichtige. So, wenn ich in den Urlaub fahren will, für so eine Woche wirklich abzuschalten, wirklich nur halt sozusagen am Strand zu liegen und nichts zu tun, dann würde ich tatsächlich so diesen Hotelurlaub bevorzugen. Ich muss aber auch sagen, dass zum Beispiel so Städtetrips und so weiter, also dass ich das auf jeden Fall auch sehr gerne mache. Also wir werden jetzt hoffentlich dann, wenn auch alles gut klappt, na gut, mittlerweile sind die Beschränkungen ja etwas geringer. Wir werden jetzt für ein paar Tage auch nach Holland fahren. Also werden wir uns mal Amsterdam anschauen. Das ist das erste Mal, wo wir halt, wo ich und mein Freund als Paar wirklich, sage ich mal, richtig, also in Urlaub für ein paar Tage wirklich fahren, was halt jetzt kein Freizeittag oder so halt in dem Moment ist. Und ich weiß nicht, ob es an Corona li liegt oder ob es einfach daran liegt, dass ich halt das schon lange nicht mehr gemacht habe. Aber ich freue mich so doll drauf und ich glaube, ich habe mich selten auf einen Urlaub am Strand oder so gefreut, wie ich mich jetzt freue, einfach nach Holland, nach Amsterdam zu fahren und einfach diese paar Tage mal irgendwas anderes zu sehen, als immer nur Trier und meine Wohnung. Und ja, von daher, Work and Travel finde ich super interessant, das Konzept, aber ich könnte das ganz ehrlich nicht so, ohne zu wissen, dass es auf mich zukommt, weit weg zu fahren. Ich muss halt sagen, ich bin auch seit 5 Jahren in dieser Beziehung. Vorher kam das bei mir noch gar nicht so in den Sinn. Ich bin mit ihm schon, also kurz vor meinem Abi-Jahr bin ich mit ihm zusammengekommen. Danach kam erst so diese Ideen von Work und Travel und in dem Moment war das für mich schon keine Option mehr, ein Okay. ganzes Jahr da wegzufahren, dann von, also so lange weg von ihm weg zu sein. Aber im Prinzip finde ich das super cool und abenteuerlich. Ich weiß nur nicht, ob ich wirklich dafür gemacht wäre. Ich bin da vielleicht ein kleiner Schisser, muss ich auch irgendwie ganz ehrlich zugeben. Okay, also sehr situativ und dann eher kurzfristig und Sachen, die du halt mit deinem Freund machen kannst. Lea, wie Ja. sieht das denn bei dir aus? Ja, bei mir kommt es auch ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat. Also nur für ein paar Tage finde ich Städtetrip eigentlich immer super. Wenn man richtig viel Zeit hat, dann ist so Work and Travel oder was Vergleichbares natürlich auch sehr cool. Hotel und Strand ist auf jeden Fall nicht mein Fall, weil es ist mir viel zu langweilig. Also ich bin irgendwie so ein Action-Mensch. Ich muss jeden Tag irgendwas machen. Und was ich eigentlich auch total gerne mag, ist so Radtouren zu machen, wo man dann halt auch jeden Abend woanders ist und wo man irgendwie so alles einfach immer dabei hat. Das finde ich irgendwie total cool. Oder auch so Hüttentouren in den Alpen oder so. Also ich würde fast noch eine vierte Kategorie Abenteuerurlaub oder so, keine Ahnung, so. Also wo man einfach viel Aktivität hat. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie eine Ferienwohnung habe oder so, dann möchte ich auf jeden Fall am liebsten jeden Tag so ein bisschen was anderes machen. So ein bisschen Kultur, ein bisschen Sport, Wandern, natürlich auch mal einen Tag am See oder auch am Strand. Aber so eine ganze Woche Hotel und jeden Tag an den Strand gehen, das wäre auf jeden Fall nichts für mich. Ja, also da kann ich mich auch, also ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Ich bin halt auch gar nicht der Hotelmensch und glaube ich auch irgendwie gar nicht so unbedingt der Strandmensch, sondern eher so der, okay, lieber aktiv, lieber irgendwo unterwegs sein oder halt, wenn ich dann mal in einer coolen Stadt bin, dann da mir die einzelnen Viertel angucken und die Kultur und interessante Veranstaltungen und ähnliches erleben. Ja, also ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass ich das gut verstehen kann. Ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile so jemand bin, wo ich sage so, ja, hey, wenn wir da sind, lass uns doch mal schauen, was man da machen kann. So. Aber ich weiß auch, ich bin als Kind sehr viel gereist und war halt viel so, also mal öfter, also viel gereist, ich war öfter im Urlaub. Wir waren immer so, jedes Jahr waren wir mal im Urlaub. Und ich habe halt, war ich öfter halt in irgendwelchen Hotels am Pool und ich kann schon verstehen, dass das auch irgendwie cool ist, so, aber mittlerweile will ich auch was anderes sehen. Mein Freund zum Beispiel, der hat es als Kind nicht so oft gehabt. Die sind nicht jedes Jahr in Urlaub gefahren und so weiter. Und dem reicht das jetzt so auch noch. Also deshalb auch, also ich will nur eine Woche am Pool sitzen, so. Das ist für ihn wie ein Urlaub, so. Und ich bin dann so, aber irgendwas machen, irgendwie. Und wenn wir nur schauen, was es im Hotel irgendwie angeboten wird an Sportaktivitäten oder so, dass man aber wenigstens ein bisschen mal was anderes macht als nur das, ne? Und ja, da ist er noch sehr, sehr zurückhaltend, aber ich hoffe, ich kriege ihn da ein bisschen mal aufgemöbelt. Aber er war halt sowieso noch nicht weit. Er ist noch nie irgendwo hingeflogen, er ist noch nie in einem Flieger.
So, und von daher ist es sowieso mit ihm über Urlaub zu sprechen, ist immer so schwierig. Oh ja. Aber gut, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über so ein freiwilliges Jahr gesprochen. Viele machen ja tatsächlich nach dem Abi-Jahr zum Beispiel halt so ein Gap Year, wo sie dann halt, ja, entweder halt einfach so reisen, die machen ein Work and Travel, oder andere gehen ja auch zum Beispiel helfen bei Organisationen, gehen nach Afrika oder Indien, helfen in Tierreservaten aus oder ich weiß es nicht, es gibt so vieles. Du hast ja gesagt, Lea, du warst in Bolivien, hast da so ein freiwilliges Jahr gemacht. Ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber was hast du denn da so genau gemacht, wenn ich fragen darf? Also ich war mit so einer kleineren, über so eine kleinere Organisation dort, die heißt Bolivianisches Kinderhilfswerk. Und die haben halt schwerpunktmäßig, also die haben Fokus auf Bolivien. Es gibt ja auch viele Organisationen, die entsenden Freiwillige in die ganze Welt. Und die Organisation hat halt nur Projekte in Bolivien. Und da habe ich in Santa Cruz, das ist die größte Stadt von Bolivien, aber nicht die Hauptstadt, da habe ich gearbeitet. Da war ich vormittags immer in einer Kindertagesstätte. Und nachmittags habe ich dann in verschiedenen Centros Culturales hießen die, also so, das waren eigentlich erstmal Bibliotheken und da gab es halt noch zusätzliche Räume, wo man halt Kurse mit den Kindern machen konnte. Da gab es manchmal musikalische Sachen. Also ich habe in dem einen Zentrum zum Beispiel Klavierunterricht gegeben und in dem anderen Zentrum, also ich war eigentlich in zwei verschiedenen Zentren, jeweils 2 Nachmittage die Woche dann. In dem anderen Zentrum habe ich dann auch so einen Chor mit Kindern aufgebaut von 8 bis 12 Jahren. Und so am Anfang habe ich erstmal noch so ein bisschen kleinere Sachen gemacht, um zu gucken, was da eigentlich alles so geht und was auch nicht so geht. Da haben wir irgendwie noch versucht, einen Englischkurs zu machen mit eher mäßigem Erfolg. Und so einen Origami-Kurs, bei dem immer viel zu viele Leute da waren und das deswegen auch überhaupt nicht funktioniert hat. Aber das mit dem Chor war dann eigentlich echt richtig cool und hier ist gerade so richtig sehr Ach, viele ja. Ich habe auch Fliegen. eine hier bei mir rumfliegen. Das ist schrecklich. Genau, also ich habe mich sehr vielfältig betätigt auf jeden Fall. Ich habe auch sehr viel gearbeitet in dem Jahr, aber es war alles cool. Ich finde das, ja, ich finde das cool. Du hast wahrscheinlich sowas wahrscheinlich nicht gemacht, Lukas, oder? Nee. Du hast den Jakobsweg dafür gemacht. Ja, aber halt tatsächlich auch das dann während des Studiums, Ah ja, also in okay. den Semesterferien. Für mich war, also bei mir war es halt auch einfach finanziell nie so wirklich möglich, das zu machen. Also bei mir auch, also für mich war es halt echt so, ich habe hier in Rheinland-Pfalz Abi damals gemacht. Und wir waren dann, oh Gott, ich glaube im März, also das ist ja die 13. Klasse, ist so ein halbes, Dreivierteljahr irgendwie nur oder 2 Drittel Schuljahr anstatt ein richtiges, war dann im März fertig mit der Schule und habe dann mich halt schon direkt zum Wintersemester einschreiben müssen. Halt auch einfach, weil es ja, der finanziell. Alles andere wäre halt finanziell ziemlich anstrengend geworden und habe halt in der Zwischenzeit dann halt viel gearbeitet, halt dann auch wirklich irgendwie so Lagerarbeit und alles Mögliche, einfach damit halt das Geld rankommt. Und ich kenne halt ein paar Leute, die so Sachen gemacht haben. Ich kenne eine Bekannte, die in, lasst mich nicht lügen, Nepal, im Nepal oder halt irgendwo in der Region auf jeden Fall auch Englischunterricht gegeben hat, so ein bisschen da halt in Kinder, in eine, also da auch in so einem, in irgendeiner Organisation, die halt auch Schulen gebaut hat, hat da halt mitgeholfen und ist dann entsprechend danach dann da auch noch ein bisschen, also Backpacker-mäßig durch ein paar Länder gereist und dann am Ende irgendwie, ich glaube, in Thailand rausgekommen. Und dann mit einem Abstecher nach Australien wieder zurück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich kenne auch ein paar andere Leute, die halt auch wirklich versucht haben, irgendwie dann in der Zeit zwischen Studium meistens oder Ausbildung und Abi, also andersrum, zwischen Abi und Ausbildung beziehungsweise Studium, mal irgendwie jeden Kontinent der Welt zu sehen.
Aber für mich selbst war das halt nie so drin. Und ich habe es halt dann immer so ein bisschen versucht, mit diesem ja schon relativ ja nahbaren durch die Länder wandern so ein bisschen auszugleichen mit, weil keine Ahnung, ich habe das halt als was sehr Cooles erfahren, wo auch die Leute, die entsprechend in den Ländern sind, dann auch sehr positiv auf einen zukommen. Und ich glaube, ich habe Gespräche geführt, als ich zum Beispiel in Portugal unterwegs war mit Leuten, was ich sonst nicht erlebt hätte. Auch, dass dann irgendwie Leute sehen, ah ja, da läuft wieder jemand diesen Wanderweg entlang. Und wo wir dann auch einfach Leute in irgendwelchen kleinen portugiesischen Dörfern irgendwie was von ihren Obstbäumen gegeben haben. Also, Das ist cool. das ist sehr, also, also ich kann es, glaube ich, gar nicht so wirklich gut beschreiben, wie sich das halt anfühlt, wenn man es halt nicht erlebt hat. Aber es ist einfach nochmal eine Form von Lebenserfahrung, eben genauso wie eben auch ich mir so ein Gap hier halt vorstelle, was sicherlich super wertvoll ist und was einem super viel bringt. Ich kann mir vorstellen, Lea, dass du wahrscheinlich auch relativ gutes Spanisch sprichst. Oder Ja, Bolivien ist Sprach auf jeden Spanisch. Fall. Bolivien ist, glaube ich, Ja, Spanisch. genau. Brasilien ist Ja, Portugiesisch, ist jetzt auch stimmt. schon. Genau. Also die meisten Länder sind eigentlich spanischsprachig in Südamerika. Aber ich muss sagen, es lässt schon langsam nach. Also es ist jetzt auch schon 5 Jahre her, dass ich dort war. Und es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten momentan, mit Leuten Spanisch zu sprechen. Aber so einigermaßen. Also ich verstehe es auf jeden Fall super gut. Ich kann jetzt auch Filme auf Spanisch angucken und Serien und alles Mögliche. Das ist schon ganz cool. Ja, also ich muss auf jeden Fall auch sagen, dass ich denke, dass ob jetzt ein Jahr oder halt dann eben nur 1, 2 Wochen, es geht darum, um diese Erfahrung. Und ich glaube, diese Erfahrung ist schon sehr, wie du halt sagst, sehr wertvoll. Und ich muss halt auch sagen, der gehört halt ja auch so eine, wie du halt gerade, wie diese Bekannte, die halt nach Nepal und dann mit dem Backpack bis nach Taiwan und dann nochmal, da gehört aber auch so eine gewisse Art von Mut dazu. Also Oh ich ja. meine, so, ich fühle mich so mit meinen 25 Jahren immer noch so wie so ein kleines Kind, was nur so halbwegs irgendwie selbstständig ist, so. Und mir dann vorzustellen, allein da in Länder zu reisen, wo ich niemanden verstehe, und dann da durchzureisen, das ist für mich, also ich finde das super irgendwie faszinierend, aber ich weiß nicht, ob ich das könnte. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, so ich hätte da furchtbar Schiss davor und ich würde es wahrscheinlich, selbst wenn ich sage, ich mache das irgendwann, ich würde es immer von mir herdrücken, so das zu organisieren, so. Und von daher habe ich auch einfach Respekt vor jedem, der das traut, es durchzuziehen mit was weiß ich. 19, 20, 21 Jahren. Ich finde, das ist ja noch kein Alter, ne? So, wie viele Leute sitzen dann noch bei Mama und Papa zu Hause, so wie ich, und wissen nicht, was läuft, so, und andere reisen halt durch die Welt. Und ich muss einfach sagen, ich weiß, ich habe von Leuten, die ich kenne, einfach mitbekommen, dass das auch sehr, sehr viele einfach Türen öffnet. Ich kenne ein Mädchen, eine Frau, die war mal bei mir in der Schule, ihr Bruder war bei mir in der Klasse. Die hat ein freiwilliges Jahr in Indien gemacht, noch in Indien, genau, und hat da die Swahili Women kennengelernt. Das sind halt Näherinnen, die aus alten Saris und so weiter halt jetzt Kleidung machen und mit denen zusammenarbeiten, mittlerweile ihre eigene Marke halt aufgebaut hat, die halt nachhaltig ist und halt mit diesen Frauen zusammenarbeitet und halt diese Frauen halt in dem Moment halt unterstützt, ihnen einen anständigen Lohn halt gibt, die mittlerweile mit ihren Kleidern in Luxemburg ihr eigenes Pop-up-Geschäft hat und auch in Amerika, also in New York und so weiter halt teilweise in Geschäften vertreten ist mit ihrer Marke. Und die hat das nie studiert, die hat irgendwas, keine Betriebswirtschaft oder was, also sowas, also irgendwas, was eigentlich nie wirklich in diese Richtung ging, hat sie eigentlich irgendwie studiert, nie was, irgendwie was Design. Aber das hat sich einfach so ergeben durch dieses freiwillige Jahr. Und die hat jetzt sich damit so eine Passion halt aufgebaut, mit der sie halt jetzt auch sozusagen ihr Geld verdient. Und ja, von daher, also das ist. Ich finde das faszinierend, wie verschiedene Leute auch einfach dann ihr Leben verändert. Einige kommen davon zurück, war eine super Erfahrung und so weiter, hat einen bestimmt auch irgendwo schlauer gemacht, irgendwie weiser gemacht, auch vielleicht ein bisschen verändert. Aber für andere Leute kommen da echt halt auch einfach dann
Möglichkeiten raus, die man vorher halt nicht in Betracht gezogen hätte oder überhaupt gar keine Möglichkeit dazu gehabt hätte. Und deshalb sage ich mir auch manchmal ist es eben auch wert, halt über seinen Schatten zu springen und einfach mal was auszuprobieren, wo man sich nicht traut. Aber man muss halt auch so sich da auch zusammenreißen können und das dann auch halt machen und es nicht so wie ich vor sich herdrücken. Nee, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, allgemein. Also das, liebe Zuschauer, das ist ein Tipp, der allgemein im Leben gilt. Das ist häufig, blöd, jetzt habe ich auch hier eine Fliege, dass es in 90% der Fällen eigentlich immer gut ist, über den Schatten zu springen. Allerdings, und vielleicht nochmal so, um den kleinen Schritt zurückzumachen, zu dem, was du vorher gesagt hast, nämlich dass du halt auch Respekt vor hast, Lara, und dass du dir da halt auch dann so deine Gedanken machst. Also das stimmt halt schon. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade wenn man halt mit einer Organisation irgendwie unterwegs ist, das nochmal um einiges dann entspannter ist. Aber also ich habe in meinen Zeiten jetzt, also wo man dann irgendwie halt auch ja viele Leute, gerade viele andere Wanderer trifft, gerade da in der Zeit auf dem Jakobsweg, habe ich dann halt auch sehr, sehr unterschiedliche Erfahrungen auch von anderen Leuten gehört. Und jetzt nicht nur auf dem Jakobsweg, sondern das sind dann ja auch meistens Leute, die auch allgemein viel reisen. Aber es ist halt ein sehr großer Unterschied, ob jemand wie in Anführungszeichen ich halt als, und das ist halt leider so, als relativ groß gewachsener Kerl da alleine mit einem Rucksack rumläuft oder wenn man da halt irgendwie als Frau unterwegs ist, die halt weder Portugiesisch noch Spanisch spricht. Also. Das ist schon unterschiedlich und ich verstehe, warum man da halt dann den entsprechenden Respekt vor hat, den sollte man haben. Man kann da viel entgegenwirken, eben indem man sich irgendwie Reisepartner sucht, indem man da irgendwie mit einer Organisation hingeht und indem man sich vorbereitet. Aber ja, es ist eben, jede Reise ist ja schon per Definition so ein bisschen ein Schritt aus der Komfortzone raus. Meistens lohnt es sich einfach für die Erfahrung, aber es ist halt trotzdem immer so ein bisschen, wer weiß. Ja, das stimmt, da hast du recht. Aber ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, mich, sobald das Geld mehr da ist, sobald ich arbeite und mehr Geld zur Verfügung steht für solche Sachen, werde ich auf jeden Fall auch mich mal mehr trauen. Also ich würde gerne mal halt vor allem so Südamerika bereisen und halt dann auch eben mehr dieses einheimische Leben halt kennenlernen. Und ja, da wären wir auch schon beim nächsten Thema. Wo sind denn so eure Reiseziele, wo ihr gerne mal hin wollt? Ich wollte gerade sagen, wenn wir denn nach dem Studium noch Zeit für sowas haben, Das denn stimmt. da sehe ich ja keine Semesterferien mehr. Das stimmt, das stimmt. Aber Ja. ja, Lea vielleicht. Ja, im Moment habe ich gar nicht so konkrete Pläne, weil ich aufgrund von Corona mir gedacht habe, ich plane jetzt mal nicht so viel, weil am Ende bin ich dann immer enttäuscht, wenn es nicht klappt. Ich denke, in nächster Zeit habe ich jetzt gar nicht so ferne Ziele. Also ich würde wirklich sehr, sehr gerne mal wieder in die Alpen gehen zum Wandern. Auch gerne mal für eine mehrtägige Tour. Da hätte ich irgendwie richtig Lust drauf. Und sonst finde ich Frankreich tatsächlich auch immer ein sehr schönes Reiseziel. Aber ich glaube tatsächlich, in nächster Zeit fände ich es eigentlich am coolsten, einfach mal so ein paar Leute wieder zu besuchen. Also ich würde total gerne, das ist jetzt keine krasse Reise oder so, aber ich würde einfach gerne mal wieder nach Tübingen fahren und da meine ganzen alten Freunde treffen, weil das ist jetzt halt auch im Winter, man konnte sich halt nicht in Gruppen treffen. Es hat sich nicht gelohnt, dann deswegen dahin zu fahren. Oder also meine Freunde sind irgendwie sowieso so über ganz Deutschland verteilt, weil jeder studiert halt irgendwo anders oder macht irgendwo anders was. Und gerade dadurch, dass man halt in letzter Zeit auch wenig soziale Kontakte hatte, fände ich das, glaube ich, eigentlich so am schönsten und auch am entspannendsten, so in nächster Zeit einfach mal wieder ein paar Leute besuchen zu fahren. Und das hat auch den Vorteil, dann hat man halt schon mal, kann man irgendwo unterkommen und die Leute kennen sich halt dann auch schon vor Ort ein bisschen aus und dann weiß man halt direkt, okay, was ist cool zu machen und was nicht und irrt dann da nicht so orientierungslos durch die Gegend und muss alles selber rausfinden. So an größeren Sachen würde ich, glaube ich, gerne mal irgendwann noch nach Skandinavien gehen, vielleicht auch nach Norwegen zum Campen, wenn man da ja auch wild campen darf. Aber da das auch ein sehr teurer Spaß ist,
Weiß ich noch nicht genau, wann es dann dazu kommen wird, aber eines Tages vielleicht. Ja, man wird ja wohl träumen dürfen, ne? Wo willst du denn unbedingt mal noch hin, Lukas? Eine Sekunde, sorry, habe mich gerade beim Tee verschluckt. Nee, tatsächlich ist es bei mir auch Skandinavien. Also ich habe im Prinzip noch zwei größere Reiseziele. Und das eine ist halt die nächste Wandertour, die eben in Schweden sein soll. Den Kungsleden. Ich zerstöre wahrscheinlich die komplette Aussprache von dem Namen. Aber auf Deutsch auf jeden Fall den sogenannten Königsfahrt. Heißt es, es ist so in Mittel- und Nordschweden so zwei lange Streckenabschnitte, die man da laufen kann. Und wo ich eigentlich mal, also der ursprüngliche Plan waren 3 Wochen mit knapp 450 Kilometern Strecke, die ich da machen wollte. Allerdings ist das halt auch schon seit jetzt bald 2,5 Jahren in Planung und immer wieder kommt was dazwischen. Nämlich einerseits, weil ich am Anfang habe ich das halt für mich geplant. Dann dachte ich mir aber, Skandinavien, da hast du halt nicht die Infrastruktur wie auf dem Jakobsweg, wo du alle, also wirklich gefühlt alle 10 Kilometer irgendwie eine Herberge hast. Sondern da bedeutet das dann halt auch mit Campen und mit seine Vorräte mitnehmen und dann auch entsprechend mit Campingkocher und allem unterwegs sein. Da dachte ich mir dann so, schnappe ich mir einen Kumpel, der mit mir läuft, und das war dann eigentlich auch schon so in der Planung mit drin. Dann ist der aber immer mal wieder auf und abgesprungen, oder eher ab und wieder aufgesprungen, aber dann letztendlich jetzt auch ab. Und dann war das eigentlich für diesen Sommer oder für letzten Sommer geplant und dann war halt Corona. Deswegen leider, leider, leider ist dieser schöne und eigentlich auch schon komplett geplante Urlaub immer wieder durch irgendwelche Umstände in weite Ferne gerückt. Ach Mann. Ja, aber das ist so mein Das Schöne ist ja, dass es halt geplant ist und der Weg nicht Genau. wegläuft und Irgendwann wird es gemacht. deswegen. Und ich würde mir halt schon irgendwie wünschen, dass in einer perfekten Welt würde ich das vielleicht sogar noch irgendwie diesen Herbst irgendwie schaffen, weil ich dann fertig bin mit dem Studium und vielleicht auch schon dann in Richtung, ja, irgendwie vielleicht mal so 3 Wochen Pause habe zwischen Praktikas und Job, wo ich das dann, ja, nutzen kann. Aber wie gesagt, es läuft nicht weg. Und das andere, was ich halt unbedingt mal machen will, ist Marokko, einfach weil da eine ganze Reihe von Freunden und Freundinnen von mir waren und die mir so von ja, wunderschönen Städten mit Marrakesch und Timbuktu vorgeschwärmt haben, dass ich halt auch einmal gerne so als Schritt aus Europa raus schon gerne mal mir da Nordafrika anschauen würden. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe so, also das muss ich auch sagen, so, seitdem ich mal als Jugendliche so ein Buch gelesen habe, wo die halt im Urlaub sind in Marrakesch, habe ich mir auch immer gedacht, so, das wäre schon was, was ich gerne mal sehen würde. Also das kann ich auf jeden Fall absolut nachvollziehen. Ja, bei mir ist es so, wie ich schon gesagt habe, auf jeden Fall so Südamerika, Brasilien, Argentinien. Aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, so die karibischen Inseln will, also ich so Jamaika würde mich einfach mal, ich weiß, dass bei Jamaika halt so ein großes Problem mit Umweltverschmutzung auch gibt teilweise, aber ich weiß, die arbeiten auch viel daran. So, ich würde einfach mal gerne erleben, auch wie das Leben einfach da ist, weil ich einfach das Gefühl habe, es ist einfach ein viel, viel lockereres Leben, beisammen sein und so weiter und so fort. Und ich würde das einfach gerne mal, ja, selbst miterleben. Ich habe mein Schwiegervater und seine Freundin, Frau, die haben, machen das halt ganz viel und gehen halt dann auch so eben eher kleinere Hotels und machen halt dann viel, lernen die Leute da kennen und so weiter. Und ich finde das immer so schön, wenn die davon erzählen. Und das würde ich echt gerne auch einfach mal gerne, also auch machen. Aber so ein großes Reiseziel, was ich auf jeden Fall sehr gerne hätte, also wo ich, wo, wo auch, also wo auch mein Freund auch sehr gerne, was auf jeden Fall gemacht wird, ist Japan. Also Japan ist echt was, das will ich unbedingt erleben.
dann halt auch so ein bisschen halt verschiedene Städte halt durchzunehmen in Japan, verschiedene Sachen zu sehen. Das ist natürlich dann wieder eine ganz andere Kultur, ne? Das ist halt dann, sage ich mal, so, wenn man das vergleicht mit Südamerika, viel mehr Science Fiction, also irgendwie, wenn man das jetzt so vergleicht, so fest, ich weiß nicht, ob ihr das Bild in meinem Kopf euch so ein bisschen vorstellen könnt. Ich stelle mir Tokio im Neonlicht vor, Ganz genau. gegenüber, keine Ahnung, Sonnenuntergängen über Rio de Janeiro. Ganz genau, perfekt. Und ja, ich bin halt auch so ein Freizeit-Junkie. Ich will unbedingt die Super Nintendo World. Das ist für mich so. Das ist etwas, das will ich unbedingt einmal erleben. Aber davon mal abgesehen, ist Japan auf jeden Fall so ein Reiseziel, was ganz, ganz, ganz oben auf der Liste mitsteht. Und da bin ich mir auch, also das ist zu 100% sicher, dass das auf jeden Fall gemacht wird, sobald das Geld da ist. Ja, Ja. das liebe Geld ist da. Natürlich kann man da viel, also es gibt viele Möglichkeiten, auch günstig in Urlaub zu kommen, auch in weit entfernte Strecken, aber ja, wir sind ja auch alle Studenten. Das Deswegen, ist, ja. ja, Ja, es ist deshalb. nicht einfach. Nee. Aber deshalb plane ich jetzt während der Studentenzeit ganz, ganz viel und hoffe, dass ich irgendwann auch alles machen kann, was ich jetzt geplant habe. Ach ja, aber ich muss sagen, jetzt, wo ich so drüber gesprochen habe, wo ich auch so lieber drüber nachgedacht habe, so im Großen und Ganzen gibt es auf der ganzen Welt irgendwelche Orte, wo ich mir immer gedacht habe, boah, ey, da willst du gerne mal hin. Südafrika fände ich super interessant. Auch Australien oder Neuseeland fände ich super. Hawaii. Auch Hawaii. Und selbst ich bin, also ihr merkt vielleicht, ich bin so jemand, der gerne so in wärmere Regionen fährt. Ich bin wirklich jemand, der nicht gut klar mit Kälte kommt, weshalb so Skandinavien jetzt nicht auf ganz, ganz oben auf der Liste steht. Aber im Prinzip denke ich mir, dass das auch super, also das sind bestimmt super schöne Länder und ich finde, glaube, die Leute sind auch einfach super, super nett. Ich habe von so vielen Leuten schon gehört, wie freundlich die Leute auch einfach da sind. Und auch das würde ich tatsächlich gerne mal erleben. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, so als Kind war immer so mein Traum war eigentlich so eine Weltreise mal zu machen. So einmal um die Welt, so überall, so in jedem Eck so ein Land irgendwie machen, um einfach die verschiedenen Kulturen ein bisschen kennenzulernen. Mittlerweile ist das sowas, wo ich mir denke, so, boah, wo willst du die Zeit und das Geld hernehmen dafür? Aber das ist ja mal eine ganz andere Sache. Könntet ihr euch vorstellen, eine Weltreise zu machen? Das wäre jetzt mal so meine Frage. Lea, könntest du dir das vorstellen? Nö, ich glaube, das wäre mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel auf einmal. Also ich suche mir dann lieber ein Reiseziel oder eine Tour oder sowas aus und mache das dann. Ist, glaube ich, auch so eine Zeitsache. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man bräuchte, damit man wirklich die Welt sehen kann und nicht nur einfach Sachen hintereinander abklappert. Von dem her bin ich eigentlich eher ein Fan davon, einfach nicht so wahnsinnig viel auf einmal zu machen. Ja, ich stell mir das irgendwie relativ anstrengend vor. Aber was vielleicht schon ganz cool ist, irgendwie mal so eine lange Strecke dann irgendwie so immer mit dem Schiff irgendwo hinzufahren oder so. Also einerseits wahrscheinlich voll langweilig, so 3 Wochen, weiß ich nicht, wie lange das dauert, mit dem Schiff von Europa nach Amerika zu fahren. Aber irgendwie stelle ich es mir auch schon spannend vor, dann mal sowas zu machen. Das ist ja dann jetzt nicht so eine Weltreise, wo man total viele Länder unbedingt sieht, aber trotzdem kriegt man halt so ein bisschen Gefühl dafür, wie groß die Welt eigentlich ist. Und das stelle ich mir eigentlich ganz spannend vor. Ja. Wie ist es bei dir, Lukas? Ich glaube tatsächlich auch wieder ähnlich, weil Weltreise, ja, da habe ich halt so das Gefühl, Weltreise hat immer so ein bisschen diesen Beigeschmack von, okay, du machst halt eine Weltreise, um mal überall gewesen zu sein. Und das ist dann wirklich dann eher so dieses Abhaken von, ja, von der Checkliste mit, okay, Südamerika, ich war mal in Santiago, dann 2 Tage später bin ich dann mal in Rio und dann geht's weiter über Mexiko-Stadt in die USA. Ja, da mache ich das lieber entschleunigt. Also ich will nicht diesen Zeitdruck haben und auch nicht diesen Stress haben, irgendwie, okay, ich muss
vor allem, oh Gott, wie viel Flüge und so und wie viel Reisen und wie viel Organisation da alles mit drin steckt. Also einen sehr großen Reiz für mich hat ja das Wandern im Sinne von Laufen, eben, dass man halt nur mit auf sich selbst und auf die Öffnungszeiten von den Herbergen eventuell angewiesen ist. Und das wäre mir auch viel zu viel Stress. Da bin ich halt auch wirklich jemand, der dann sagt, okay, ich suche mir punktuell gerne auch auf der ganzen Welt meine Orte aus, die mich interessieren und die ich gerne näher kennenlernen will und nehme dann da die entsprechende Zeit, die Orte kennenzulernen. Also ja, ich kenne Leute, die das gemacht haben und ich glaube, das war für die auch eine super Erfahrung. Aber das ist dann halt auch was, was entsprechend, wenn man das, glaube ich, wirklich so machen will, dass man die Welt auch kennenlernt und nicht nur überall auf der Welt mal war, das kostet halt viel Zeit und viel Planung und nimmt der ganzen Sache wahrscheinlich auch so ein bisschen die Lockerheit, die ich eigentlich gerne in meinen Reisen habe. Ja, also ich muss sagen, wenn ich sehe das gleich und ich denke auch, wenn ich jemals irgendwann der Moment wäre, wo ich sage, so, ich will jetzt sowas wie eine Weltreise machen, dann würde ich mir auch echt sagen, okay, ich nehme mir da 1 oder 2 Jahre Zeit oder vielleicht auch, dass man das halt vielleicht eben sozusagen, ja, ich erkläre zuerst, wie ich es machen will, dann verstehe ich, was ich mit zweimal machen meine, dass man sich sagt, okay, von jedem Kontinent, also sage ich, ich gebe mir 1 Jahr Zeit, von jedem Kontinent nehme ich ein Land, was ich gerne sehen will. So, dass man sich echt wirklich sagt, so ich weiß, und dann nimmt man sich auch wirklich so 1, 2 Monate Zeit. So, ich meine, wenn man sich wirklich 1 Jahr nimmt für 7 Länder, 6 Länder, dann kann man sich ja auch wirklich so 1 Monat, 2 Monate Zeit nehmen dafür. Dann kann man auch mal sagen, okay, wenn du sagst, jedes Land 1 Monat, kannst du ja noch sagen, okay, von jedem Kontinent 2 Länder oder so, ne? Aber dass man halt, man muss ja nicht unbedingt alles, aber dass man wenigstens so, ja, Verschiedenes einfach kennenlernt, auch halt mal Sachen kennenlernt, die weiter weg sind, so. Und ich glaube, ich würde dann wahrscheinlich an ausgesuchte Reiseziele, ich muss ja nicht überall hin, so. Und wenn mir das gefallen hat und ich irgendwann die Möglichkeit habe, kann man das dann auch nochmal wiederholen, dass man dann sagt, okay, ich war letztens in Asien, war ich in China und in Indien, dieses Mal gehe ich nach Thailand und nach Japan, zum Beispiel, so. Und ich glaube, dass das etwas, also dass das so eine Alternative dieser Weltreise wäre. Ich muss nicht überall gewesen sein, aber ich habe wenigstens so jedes Eck der Welt habe ich zumindest in einem gewissen Grad gesehen. Aber natürlich ist auch das finanziell eine große Sache. Also das ist natürlich immer klar. Ich glaube, Reisen ist immer eine Sache, die finanziell sehr einschneidend ist. Und ich denke auch, das ist etwas, das, da muss man echt so ja, die Priorität dann auch darauf setzen. Sagt man, okay, wir sparen jetzt ein paar Jahre. Jetzt wird sich mal nicht so die teuersten Schuhe gekauft oder was weiß ich. Verschiedene Wünsche verzichtet man halt dann in dem Moment mal. Gibt es keine Kopfhörer mit Katzenohren zum Beispiel. So. Also ich meine jetzt, ne? Und ja, da muss man halt auch dann diese Disziplin haben und ich denke, dass einfach dann auch dieser Wunsch groß genug sein muss dafür, dass man das halt auch wirklich durchzieht. Weil das ist tatsächlich, also so ein ganzes Jahr wirklich nur Reisen, ist ja noch was anderes als mal für einen Monat oder so einen Urlaub oder halt in ein Land zu reisen, wo man halt dann das Land erfährt, sage ich jetzt mal. Aber ja, Weltreisen. Ich finde, das ist ein schönes Thema, um hier abzuschließen. es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, euren Blick auf die ganze Sache zu sehen, auf das Thema Reisen zu sehen. Weil ich halt in der Hinsicht noch, sag ich mal, so unerfahren bin und eure Erfahrungen aber einfach Lust machen, auch selbst solche Sachen mal auszuprobieren. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, also, dass es bestimmt einige Leute wie mich gibt, die sich das hier vielleicht anschauen und da vielleicht auch gleich denken. Also, sich denken: Boah, was die da erzählen, das klingt voll cool. Ich wandere zwar jetzt, ich bin noch nie gewandert, aber so eine Woche wandern würde ich gerne ausprobieren oder so ein freiwilliges Jahr irgendwie oder
wenn es dann nur ein paar Monate ist, sowas auszuprobieren. Ich hoffe, wir konnten die Leute ein bisschen inspirieren hier. Ja, das denke ich schon, oder zumindest wenn es nicht mal inspirierend ist, dann vielleicht, dass man irgendwie, vielleicht hat man ja so ein bisschen die geteilten Erfahrungen, andere Leute, die in Südamerika oder woanders ihr Jahr gemacht haben, ihr freiwilliges Jahr, oder andere Leute, die ein bisschen wandern gehen. Und schreibt eure Erfahrungen gerne auch unten in die Kommentare. Eure geilsten Reiseziele. Ja, Das, was ihr genau. absolut empfehlen könnt. Was das Geilste, was ihr jemals gemacht habt. Wir interessieren uns sehr dafür. Wir Genau. suchen Ideen für unsere Reise nach Corona. Ich muss auch sagen, jetzt habe ich noch mehr Lust bekommen, mal wieder wegzufahren, auch weil gerade Ja. so tolles Wetter noch draußen ist zusätzlich und wir jetzt so eine Stunde oder so darüber geredet haben, wo man überall hinfahren könnte. Das Also, stimmt. ich habe schon richtig Bock auf den Sommer. Aber ich meine, wir alle spüren es ein bisschen. Der Sommer kommt, die Einschränkungen werden zurückgesetzt. Immer mehr Leute sind geimpft. Ich habe echt, also ich hoffe wirklich, dass wir jetzt in weiteren Schritten Richtung wieder Normalität gehen und dass wir dann auch bald wieder sagen können: Ach, nächste Woche geht's endlich in Urlaub. Genau, das ist doch eigentlich das ist ein schönes Schlusswort. Ne? Hoffentlich können wir dann bald wieder sowohl die Leute als auch die Orte sehen, die wir vermisst haben oder die wir unbedingt sehen wollen. Ganz genau. Und mit diesen weisen Worten verabschieden wir uns. Wir wünschen euch noch einen sehr, sehr schönen Tag, Abend, Mittag, restliche Woche, wie auch immer oder wann auch immer ihr das Video seht. Und ja, auf Wiedersehen und Macht's freut euch gut. auf eure nächste Tschüss. Reise. Tschüss.